So, und damit willkommen zurück bei Little Eggert. Also Eggert. Little Eggert. Wir spielen die kleine Tochter. Ich glaube, Tochter war es gewesen. Ich habe es eine Weile wieder das Spiel nicht gespielt. Die gerade aufgestanden ist und großen Hunger hat. Look, Dougal, everything's laid out already. I should just make it myself. It's porridge. What could go wrong? Big old bag of oats. Prepare to be eaten. Hey, wait a minute. It's empty. Boah. der Hund war halt. Ich mag solche Hunde mit so. All I need is a fresh bag of oats, a new bowl, and then to place a pot over the fire. Oh Gott, was kann denn schief gehen? Breakfast wasn't going to prepare itself. Why didn't Granddad invent something like that? Warum bewegt der Mund nicht mehr? Hallo Hund. Achso, da soll er es benutzen. Mit Rechtsklick. Dougal was pretty smart. But he didn't know how to put together a breakfast. Schade. So, können wir schon inzwischen laufen? Ach, sie läuft. Das war ein bisschen. Ugh, Dad tied a knot around the handle again. He must be trying to keep you away from the bowls, Dougal. Haben wir irgendwas im Inventar? Nee. Können wir damit. Ach, ich habe jetzt zu lange Black Mirror gespielt, wo man. Dad tied a knot around the handle again. He must be trying to keep you away from the bowls, Dougal. Okay, weil da konnte man ja Sachen mit mehreren Anklicken anders lösen. Können wir den Hund dafür nutzen? Ist der vielleicht mit scharfen Krallen? Attack that string. Genau, er wollte nur den Hund abhalten. Okay. I've never adventured on an empty stomach. Okay. Wir können aber erstaunlich wenig machen. Hey Dougal, I think someone's at the door, boy. Und dafür können wir was machen? Silly doggy. Eigentlich ist das zum Ablenken so eine Aktion. Mach's nochmal. Hey Dougal, I think someone's at the door, boy. Seht ihr irgendwas? Ich sehe keinen Hotspot. Doch, dort oben. Ah, okay. Ach so, dann sieht er. Au. Armer kleiner Hund. Alter Hund. Also, das ist niedlich gemacht und niedlich gezeichnet vor allem. Schön. So, damit, That breakfast wasn't going to prepare itself. Why didn't Granddad invent something like that? So, mach mal Feuer. Dougal was pretty smart, but he didn't know how to put together a breakfast. Dann machst Dougal du. Dougal was pretty smart, but he didn't know how to put together a breakfast. Schau, ich versteige mich. Au! Was ist dieser Faden? Ah, die Leine. Oh je. Oh Gott. Oh je. Und dann wieder, böse Hund, was hast du angestellt? This is easy peasy. What was Dad worried about? Oh, das ist niedlich. Yeah. Hier wird das Haferflocken Milch, oder? Erwärmen. Was kann denn schief gehen, oder? Milch. Überkochen. Na Hund, die kriegst auch was. Wait till that hears I did this all by myself. Ja, oh bei. Guck's dir an. Hang on. Where is Dad? Also, man kann echt sagen, es ist echt Putz. Welcome. Hä? Das sieht doch mal ganz klein aus. Wo sind wir denn hier? Interdimensional. Oh. Super, klappt ja mal wieder schön. Moment, ich muss was rausschneiden. Jetzt geht's weiter. For a moment, I wondered where I was. Then I noticed everything was different. I was different. But it was when I thought of Lily that it no longer mattered why. I couldn't let her think that she had lost someone else. Gut, haben wir noch was im Inventar? Ganz wichtig. Wir kommen. Warum kriegen wir da gleich ein Achievement für das eine beendet und ein Achievement für das nächste begonnen? Das ist irgendwie so Doppel-Achievement.
die Maske, die wir auch nicht großartig benutzt haben. Wir sind kleiner geworden und wir können uns hier auch ganz anders bewegen. Ist so isometrisch eher diesmal die Ansicht. So, was haben wir hier? Somebody had left their belongings on the floor of the strange room. After glancing over the items, I realized some of them belonged to my dad. So, this is where you went. It was unusual to see dad without his hat. And vice versa. Then again, it was noticeably warmer than home. I decided to take it with me. Guck, die fallen an, das ist so schuppenartig hier. A glass jar had been left next to the other belongings, emitting a faint white light. Assuming unusual objects to be important seemed like a good rule of thumb, so I picked it up. So, haben wir auch diese Glaskugel. Und wir können jetzt kein Tagebuch durchlesen, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Was sagt die Maschine noch aus? Come on, come on. Zurück zur Tochter. Okay, let's figure this out. Können wir erstmal nichts machen. Hier haben wir... There was a pair of niche panels on one of the walls, each containing an empty spherical socket. There was a pair of... Okay, na, it's spherical. Würde ich sagen, Kugel. Whatever the rightmost socket was supposed to do, it didn't seem to be able to do it while the lab was unpowered. Können wir vielleicht Gegenstände hier porten, verdoppeln? Moment. I've had better... Okay, naja, wir müssen mal gucken. Das ist wahrscheinlich links Energie, rechts Tür auf, sowas. Placing the jar into the left socket had restored basic power to the lab. There was a pair of niche panels on. So können wir jetzt. Machine was dead. The lab had some power, but none of it was reaching the door release mechanism. Okay, was haben wir noch? Können wir davon irgendwas nutzen? Nah. Die Maske. I don't think the machine was dead. Also ich meine, selbst Strom oder hätte sein können, trotzdem die Maschine dann funktioniert. Jetzt nehmen wir diesen Ort wieder raus. Ach so. Oh, das ist so ein Rätsel. Man kann... Was war denn das gerade? Hallo? Alles klar, man hat also... Ich dachte, es ist automatisch der Strom weg. Also man kann erst das drin haben, kann es in die andere Nische werfen. Und es ist immer noch gleichzeitig Strom da. Okay, deswegen. Also wir nehmen das jetzt. Dann nehmen wir das und werfen das hier rein. Und freuen uns, dass die Tür noch offen bleibt. Na, sei aber froh, dass das nicht eine Tür ist, die im Strom aus zu bleibt. Logic dictated that it would take something similar to get me home. I was gonna have to venture outside to find it. And in the back of my mind, I hope that I might find my father along the way. Gut, weiter geht's. Frau Dinan, weiter geht's. Dad must have gone to town without telling us. Oh well, time to go to work. Time to go to work. Dad had probably already checked the post. Nobody ever sent us anything interesting anyway. Okay. Heroes are good at saving people. But I never got a chance to save her. Das ist ja echt... Dad had nobody ever sent... Warte mal. Die läuft irgendwie ein bisschen seltsam. Can't go that way. Gnome is watching. Gnome is... Ach, genau. Der böse Gartenzwerg aus ihrer Perspektive. Wir können es hier frei bewegen, aber dort nur eine gewisse Runde. So, hier können wir aber zum hinteren Gebiet gehen. Dougal did his best to keep me out of danger. It was so annoying. Ja, es ist manchmal ganz gut, dass du vielleicht nicht in Gefahr bist. I'm pretty good at climbing things, but only when I can reach them. Okay, können wir den Hund vielleicht dazu bringen, zur Seite zu gehen? Warte mal, was haben wir denn hier? Took the stretchy rope from the tractor. Every adventurer needs rope. Genau. Was haben wir hier? Der Schwarz. Right where I left it.
So, können wir ihn damit ablenken? Wenn wir es mit Seil so werfen, was passiert dann? Granddad would have been proud of my giant slingshot. I wasn't strong enough to pull myself back. Okay, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich den Knochen nehmen. Doogie! Na, so weit war das nicht. Habt ihr die Parabel gesehen? Hopefully we haven't missed any customers. Dad says we're running out of money. He's doing his best to find a job. He's probably gone to town for that exact reason. So until then, we've got to do our best to help out. Mal ringsrum die ganzen. Hey, Breeze, you didn't pay for that. Otter. Good thing Wings can't ride bikes. Gartenzwerg. Wait, if Dad's bike is still here, where's he been all morning? I had a bad feeling, and I was pretty sure it had nothing to do with the purge. Dad's bike was by the wall, which meant he was still around the house somewhere. Können wir zurückgehen? I couldn't let the gnome see me, but I didn't have time to climb back over the wall. Können wir zurück zu unserem Laden gehen? Nee. I couldn't let the gnome see me. Ja, but I didn't have time to climb back over the wall. Ich wollte uns nur im Laden gewaschen. Was haben wir denn als tolle Gegenstände? Das Schwert, okay. I'd never run away from home. Besides, there was an adventure to be had. Also müssen wir einfach den Gnome jetzt erschlagen? Ist ja so ein böser Gartenzwerg. Ja! With gnome out of the way, I was free to start looking for Dad. He can't see me without his head. Das hat er nicht kommen sehen. Ja. Also, gehen wir mal rein. So gestärkt. Like a dream. I was being led down a path and short of curling up into a ball, I was helpless to do anything about it. I considered going back inside and just waiting for someone to find me. But I knew that if I wanted to get back to Lily soon, I'd have to find the source of power for the machine that brought me here. And I wasn't coming back until I found it. Leute, seht ihr die ganze Zeit auch dem Chamäleon-Wesen-Gecko zu? Auge? Ganz, ganz groß. Richtig schön. Im Labor ist das. Just like my father's workshop. The building's power source is probably somewhere outside. Okay. Die Gecko kann ich auswählen, die Lampe. Achso, ist der zweite. Ach, diese ganzen Teile sind also so. Okay, aber andererseits haben wir nicht so ein Ding. Das ist ein bisschen blöd, oder? Das ist nur einseitig nutzbar. Bleibt der auf meiner Seite? Ich mache übrigens nichts mehr. Ich muss in dem Moment, wo er aufkommt, vielleicht drücken, damit er bleibt. So. Moment, was passiert, wenn ich hier drücke? Gehen alle weg. It looked like the blue lamp also acted as a door release. So. The door was sealed tight, with no obvious way to open it. Na, das ist okay, und dann kommen wir rüber. Und können hier das anmachen, dort wird alles invertiert. It looked like the blue lamp also acted as a door release. Achso, nicht mal alles. Guck mal, sogar das untere hätte da noch gegangen. Hä, das ist aber ein seltsames Rätsel. Sollte das nicht auch verschwinden dann? Okay, egal. Wir haben es geschafft. So, nochmal. I had everything I needed from the cupboard. Okay, der gedeckte Tisch. I don't say this often, but it wasn't the time for eating. Wir gehen mal schnell Dougal, hoch. Do you think we should have a quick nap? No, no, you're right. Nee, wir gehen erstmal kurz. Wir machen den vorderen Screen. Oder den hinteren, wahlweise welche Perspektive. Erstmal fertig.
I tried getting Dougal to pick up Grandad's scent. No dice. Sie hat es nicht probiert. I tried getting Dougal. No dice. Heißt es keine Chance, ich krieg's nicht runter? Voll keine Chance? Nope. Es wird nicht klappen. Clamphira? Huh? Purple lights. When I find him, I'm going to make Grandad put some over my bed too. Bisschen Feenflügel. So, come on, Sir Fuzzlepuff. I'm on a new quest. Mit dem Teddybär alles besser. Ach, ihr schönes Inventar. Sehr gut. Wo ist es im Ohr? I already looked through all of Grandad's clothes. Wherever he went, he took his hat with him. At least that ruled out alien abduction. I heard that's a thing that can happen now. Kann schon passieren. Hey, the spinny thing is spinning again! Who's working in the shed? Okay. Line goes down. Ooh, shiny. I probably shouldn't touch it. Das sagt niemals ein Kind. Hey, how come when I draw on the walls, it's a bad thing? Niedlich. Okay, ich glaube, es war einfach nur sinnvoll, dass wir wissen, im Schuppen ist was und wir haben den Teddy, wir haben mich genommen. Sehen wir hier vorne noch irgendwas? Nein. Porridge haben wir alles aufgegessen. Hier haben wir genügend. Hier ist noch ein Foto, das wir uns anschauen können. Oh ja. Und wir gehen raus. Hundi kommt mit. Hundi? This spinny machine usually only works when Grandad is busy in the shed. Could he be back? Was shorter than I remembered. Maybe I just grew a lot overnight. Genau, du bist gewachsen. Das kann auch so sein. I wasn't allowed to go into the shed, which made it the best place for playing in. Das ist wieder typisch. Grandad would pretend he did everything for a reason, but I think he just liked to decorate. Kennt ihr das? Auch bei Star Wars großen Raumschiffen solche Modelle, die von Fans gemacht wird. Ein ganz interessantes, vor allem, man hat ja eigentlich ein paar Teile, die die äußere Hülle markieren, ein bisschen Kernmaterial, Stabilität und dann außen, ja, kann man also Platten verzieren. Aber was man eigentlich will, ist ja dann irgendwelchen technischen Firlefanz dran basteln. Das aussieht, als müsste das dort sein. Da gibt es extra so, ich werde nicht Wissenschaftler, extra so, was macht man am besten dorthin, dass es ein bisschen optisch hübsch aussieht, dass es so aussieht, als wäre da Technik dran oder sowas. Also auch dekorationsmäßig, dass man da auch ganz schön nachdenken muss, damit es gut aussieht auch. Weil, ist ja auch was fürs Auge. Egal, Lego-Exkurs, Entschuldigung. Schuppentür, gehen wir natürlich mal rein. Dad, are you in here? Maybe. Grandad wouldn't mind me borrowing a little bit of paper. Machen, nimm die Papier mit. Wir können so irgendwas draufschreiben, okay. Ich sehe hier nicht einfach, warum der Screen noch länger wird bei ihr. Na gut, wahrscheinlich, weil er früher länger war. Wow! I've never seen this thing open before! Normally I'd jump straight in, but this is something Grandad made. I'm going to need a guinea pig! Da muss ich den Teddybär reinsetzen. Godspeed, Sir Fuzzlepuff! Hund, Hund. Der redet aus Bands Möwchen. He's gone. Of all the souls I have encountered in my travels, his was the most fuzzy. Dougal, this must be where everyone went. What if something happened? I need to go after them. Dougal did his best to keep me out of danger. It was so annoying. Before I go, I should leave a note somewhere, so Dad knows where. Oder können wir die Nachricht einfach Dougal geben? You wait here in case someone. Oh, kleiner Wurf. Kleiner Hund. Okay. Oh. Und dann ist alles geduscht, muss ich machen. Aber der arme Hund, der wird das Ding.
Ach du Scheiße. Wie kommen wir wieder zurück? As I wandered deeper into the swamp, I began to feel uneasy. From the gnarled and twisted branches of bizarre trees to the clamor of unrecognizable creatures filling the air, it was clear I was a long way from home. Wenn er kleiner geworden ist, wird sie dann größer? Ist das so was Invertierendes oder werden alle gleich groß hier? Automatisch das weiter. Müssen wir mal gucken, was passiert, wenn wir hier drüben sind. Haben die unteren beiden noch nicht getestet? Ich meine, das. Oh ja, ist gut. Das bringt's aber nicht. Denn damit haben wir nichts aktiviert. Ja, oh. XP on the Frontier Musik. Also wir müssen erstmal runter irgendwas aktivieren. Krass, ja, wo welche alle? Es werden ja nicht alle invertiert, sehen wir dadurch. Das müsste doch jetzt eigentlich gehen. Machen wir das hier? Dann machen wir einfach die Runde wieder rum. Ja. Ach, immer sich so eine Technik einfallen lässt. Oder vergesst über so einen Heimweg, musst du das nicht hinkriegen. So, dann machen wir das hier. Aber ja, es ist einfach. Es ist einfach. Sehr up to date, okay. Wir sehen ja nicht, wie das Spiel noch entwickelt. Wie weit lang ist das? Keine Ahnung. So, und rein. Dann war übrigens auch schon wieder so eine Kröte. Und jetzt sind wir da und wir sind groß. Wir sind aber noch klein. Oh, da unser Bär. Oh mein Gott! I couldn't wait to see what Dad looked like. Ja, sie hat großen Kopf, kleinen Körper, ja. So. This is Granddad's stuff. I knew it. This is. Okay. This is. Ja, ist okay. His sacrifice will never be forgotten. His sacrifice. Nimmst du ihn nicht mit? Somebody had made some holes in the wall. Usually, holes in the wall meant Granddad was working. Na gut, geh raus. Müssen wir die Rätsel alle nochmal lösen? Die kleinen Wesen sind so niedlich, das ist handgezeichnet. Größtenteils. The doors had crumbled. The creeping glaube. Vines had woven their way amongst them. It was hard to tell which had occurred first. Ich glaube, das habe ich schon am Anfang mal gesagt. Ich habe es noch nicht. Weil the doors had crumbled and creeping vines. It was. My apologies. I don't see many like you. Who are you? Mer. Mer? No, just Mer. I'm not sure where I am. Can you help me get home? Maybe help each other? Come, sit. Ist ein bisschen tempelartig, oder? So, dann sind wir wieder bei der Kleinen. Oh. I wanna live here! Kann die wenigstens mit denen agieren?
Ach du Scheiße, zerstört Sachen. Das macht die Rätsel anders, oder? It looks... looks suspicious. Oh, guck dir mal. So, wir nehmen das Messer. Achso, Zentakel, ja, Moment. Okay, ich hätte mich eh gewundert, wenn die jetzt die Rätsel hier lösen muss. Haben sie so gelöst, okay. My people lived here once long ago. They had machines, kept us warm, safe. Now I am alone. So eine Emo-Frisur. The machines not work. Ja, Punk, well, der Punk. I'll take a look, but if I do, will you help me get home? Mit einzelnen Tieren. Ach, ja. By fixing machine, you return home. So it's the same generator that powers the lab. Okay, show me. Follow. Me? Kommt noch nie irgendwann? Hier sind noch Augen. Seht ihr das? Hier sind noch zwei Augen. Ah, das ist ganz niedlich an vielen Stellen. Versteckt. Das Spiel wird nicht lang sein, glaube ich nicht. Wooden dwelling lay at the edge of the swamp. Presumably it was where Mare lived. Aber es ist schön. Decaying statues and old ruins were strewn all throughout the area. I couldn't tell if they were made by Mare's people or some older civilization. Das kann sich auch nachfragen. Kann man hier runter noch? Nee. Oh, das ist... Was? Das habe ich gerade nicht mal so gesehen. Ist da ein Falter rausgekommen? Das zweite blieb ist weggelaufen? Did the statues decay naturally over time or were they forcefully toppled? Na gut, gehen wir weiter. Nicht Lucy. Oder Lilly. Nicht Lucy. Quatsch. Next to Mare's toolbox was a single peculiar glove. What is this? Iron Man? Careful. Sorry. Okay, Mark. In one corner of the room were several flowers laid out in a grid pattern. There was something familiar about it. Okay, wir sind noch nicht wahrscheinlich, wie das geht. Das muss wahrscheinlich mit den Würfeln abgestimmt werden. From what I could see, Mare wasn't gonna get very far without a power source. Okay, hier sehen wir übrigens nur Inschriften. Whoever had made the engravings appeared to understand the concept of traveling to other worlds like I had. They also appeared to place a lot of value in doing so. Na gut, um rauszufinden, was wir hier eigentlich machen müssen und wie wir weiterkommen. Gefäß. Okay, ist viel. Schauen wir uns das nächste Mal an. Also, bis dahin. Tschüss. Euer Lanitor.